Hallo und herzlich willkommen bei Sparmodus On, deinem YouTube-Channel, wo es um deine Sparquote geht. Und heute mal noch ein Video aus Mallorca. Es geht um 3 Spartipps für deinen nächsten Urlaub. Ich glaube, so ein Video hatte ich schon mal gemacht, habe aber diesmal 3 andere Tipps parat und da legen wir mal gleich los. Tipp Nummer 1, ich hoffe, man hört mich gut, weil der Wind kommt mir entgegen. Naja, fangen wir mal an. Tipp Nummer 1. Setze dir deine Prioritäten im Urlaub. Es gibt natürlich so Seiten, Erfahrungsberichte, liest man viel und man hört hier und da mal, was man sich angucken sollte. Und so Sachen anzugucken, kostet natürlich Geld. Ja, man möchte Geld mit Touristen machen. Und da ist mein Tipp, dass du dir deine eigenen Prioritäten setzen solltest und selbst gucken solltest, was du machen willst, worauf du Bock hast und eben das daneben machen sollst und nicht eben auf die typischen Touristengegenden, worauf du eigentlich keine Lust hast, hingehen solltest, sondern einfach das machen sollst, worauf du Bock hast. Ja, wenn du einen Pool chillen willst, dann mach das. Meistens kommt man da eben mit geringeren Kosten eben weg. Tipp Nummer 2, nutze deine Ressourcen. Wir haben zum Beispiel, also ein eigenes Beispiel hier mal, eine Kaffeemaschine im Zimmer und ich glaube 4 Pads kosten 3 Euro, ist jetzt nicht die Welt, sind 75 Cent oder so pro Kapsel, aber im Laden kosten die Kapseln glaube ich 10 für 2 Euro. Ne? Also nutze eben die Ressourcen, die du hast. Hier mein Beispiel jetzt eben die Kaffeemaschine und für jemanden, der eben viel Kaffee trinkt, der kann da einiges sparen, ja, also 5 bis 10 Euro wären also jetzt hier drin, wenn man wirklich viel Kaffee trinkt, 2-3 Tassen Kaffee am Tag und das eben nicht im Hotel inklusive ist, der punktet eben so beim Sparen, ne? Also Tipp Nummer 2, nutze deine Ressourcen. Dann kommen wir zum letzten Tipp, Tipp Nummer 3. Dann kommen wir zum letzten Tipp, Tipp Nummer 3, vergleichen. Ja? Egal, ob du etwas unternehmen willst, vergleiche die Preise. Oft sind die Preise im Internet günstiger für Tickets etc. als vor Ort. Nicht immer, da muss man eben immer vergleichen. In Dubai war es bei mir zum Beispiel so, dass dort die Tickets im Internet günstiger waren und man konnte das durch Coupons etc. noch weiter vergünstigen, sage ich mal. Und hier auf Mallorca ist das eben so, dass man zumindest hier in der Gegend im Internet für die Tickets mehr bezahlt als jetzt vor Ort bzw. im Hotel. Aber da muss man eben selbst gucken und vergleichen. Das war's dann aus dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal und bis bald. Ciao.